deine Klientin und deinen Schützling, Sophia Wollersheim. Da hat die Jenny Elvers ja schon gesagt, sie behält sich rechtliche Schritte vor. Und jetzt kommen da noch zwei andere Menschen und sagen, Moment mal, was fällt dir eigentlich ein? Auch von uns gibt es eine Klage oder könnte es eine Klage geben. Mit welchen Menschen musst du dich da gerade auseinandersetzen, Stefan? Ja, also das ist alles noch im Vorfeld, aber ich wundere mich da schon, was da alles passiert. Also das hat auch, ich habe das jetzt vorher so ein bisschen mitgekriegt, dass du da auch jetzt eventuell aufpassen musst und immer jeder alles genau darauf aufpassen muss, was er sagt und so weiter. Ich finde das schon sehr bedenklich. Was passiert da gerade im Moment? Folgendes, es gab ja dieses Quiz, diese Quizfrage, wer es gesehen hat. Es ging darum, wer hat mit der Penisaffäre derzeit zu kämpfen? Das war eigentlich die aktuelle aus Paderborn gemeint und da waren Guardiola und Effenberg als mögliche Antwortmöglichkeit. Das wussten die da drin ja nicht, die haben das ja nicht mitgeredet, die waren ja schon im Dschungel. Und da hat die Sophia nun mal sich daran erinnert, dass da mal früher, vor ein paar Jahren in den Medien was war mit Effenberg und einer Transe, möglicherweise, wie auch immer. Also das, sie hat das mal gelesen so und mitgekriegt und hat dann gesagt, das muss der Effenberg sein, der hatte doch mal was mit einer Transe oder nicht. So lief das ungefähr. Ja, da gibt es also zwei Beteiligte, nämlich die Dame oder eine Dame, die sich dann angesprochen fühlt, obwohl gar kein Name genannt wurde, nämlich die Donna James, die dann auf ihrem Facebook-Profil ganz, ganz böse Videos gepostet hat mit beleidigenden Inhalt, die sind jetzt teilweise auch wieder entfernt, dann ist ja schon mal gut, und sich durch das Wort Transe beleidigt fühlt und nach eigenen Angaben, so steht es auf Facebook geschrieben, eine Strafanzeige eingeleitet hat. Wir haben noch nichts bekommen, wir haben der Dinge, die da kommen, aber da bin ich sehr entspannt, weil da ist nun mal gar nichts dran, das ging so durch die Medien. Und auf der anderen Seite habe ich von dem Effenberg-Anwalt durch die Blume gehört, dass da zumindest drüber nachgedacht wird, ob da Ansprüche geltend gemacht werden. Das klingt noch viel, viel harmloser, das finde ich auch in Ordnung, dass man da bedächtig rangeht, aber selbst das wäre mir schon zu viel. Was gibt es denn da nachzudenken, wenn ich eine Quizfrage gestellt bekomme und sage, da erinnere ich mich an was mal in den Medien war. Und das war so ein bisschen in den Medien. Kann man ja bei Google mal nachgucken. Was will man denn da jetzt schon wieder? Also Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Wie ich hörte, ist dir auf jeden Fall eine Klageandrohung ins Haus geflattert. Aus dem näheren Umfeld von Herrn Milski ist mir zu Ohren gekommen, dass auch der Herr Werte Ingo Wohlfeil eine Klage bekommt. Also wir beide werden, glaube ich, von Jürgen Milski verklagt. Ja, okay, weil wir hier in dieser Show, wie viele andere Künstler auch, öfter mal gesagt haben, wie geizig der Jürgen so in seinem Leben ist. Wo trittst du? Man muss uns ehrlich sein, also das ist, Geiz ist ja auch, kann ja auch geil sein, ja. Aber so, also er ist halt, er hat halt wirklich sehr viel Angst, dass man an seinem Ruf, dass sein Ruf etwas bröckelt, dass er nicht mehr der Sympathische ist und so. Das nagt an ihm. Er will halt immer der sympathische, nette Typ von nebenan sein. Das ist